Aldemar HD. Toll. Na, los, füttert den Maelstrom. Oder wir brauchen ihn, manipuliert ihn. Hey Leute, hier ist Aldemar mit Warhammer 2. Ich wollte mit Skaven 2 sagen, aber na gut. So, wir müssen hier Chaos-Beppos töten und wir haben Frieden mit den Hexual-Typen gemacht. Ich will überlegen, ob ich... Guck mal, hier sind die Dunkelelfen. Oh mein Gott, es sind so viele Hochelfen überall. Okay. Wir haben immer noch Projektor Elasor. Ich habe jetzt mit einer Runde gewartet, ne? Jetzt machen wir uns auf den Weg zur nächsten Insel. Nehmen die auch ein. Und wir haben hier einen General, der soll die Dinger hier einsammeln. Hier müssen wir noch auf volle Kraft voraus. Und dann haben wir hier eine Schlacht gegen das Chaos. Wünscht mir Glück. Müsste aber gehen, weil wir haben eine große Garnison da. Oh ja, guck mal. Wir müssen das selbst spielen, dann mal los. Also, erste Schlacht geht schnell los nach den ersten paar Minuten. Guck mal, bäh. Kill it with fire, auf jeden Fall. Bäh, ekelhaft. Chaos. Bäh. Bah, guck mal, Spinnenface. Das ist ja sowas von ekelhaft. So, da sind wir. Hey, warte mal. Bis jetzt hatte ich ja immer Glück. Vielleicht sollte mal Pech. Ne, immer. Sehr gut. Ich weiß gar nicht, ne? Wenn das hochgeht, Energie. Ja, ist doch gut. Aufstellung starten. So. Ich weiß nicht, warum das Auswürfeln bei den Skaven immer so schlecht ist. Aber ich glaube, wir müssen auf die Verbündeten warten. Das überleben wir sonst nicht. Ach, ist wieder ein Hinterhalt, ne? Oh, warte. Da gehe ich von oben drauf. Oh, oder? Warte mal. Von hier aus dem Wald. Geht das? Blood for the Blood God. Ich würde schon lieber da oben... Boah, Alter, wie cool ist das hier oben? Ich will jetzt meinen General nicht opfern, deswegen... Machen wir einen Straight Charge. Downhill. Es tötet die Chaos-Männer! Halt, ich glaube... Ne, vielleicht warten wir doch lieber ein bisschen. Warte, wir lassen sie... Aber wir wissen nicht, ob sie dann runterrennen, deswegen müssen wir angreifen. Was machen die denn jetzt gerade? Ach, wir greifen an. Hans? Habe ich da Hans gehört? Hans! Hol die Flammenwerfer, schnell! Und weg mit dem Geschütz. Was ist das denn hier? Warp-Bombe? Opfert die Einheit, um Feinde zu zerstören. Einheit ist Kommandant oder Held. Trefferpunkte über 50%. Was? Ist das der hier? Das ist doch eine Garnison und die haben jetzt Generäle, oder was? Ach, guck mal, was ich hier alles habe. Oh, nicht du zuerst. Ne, ich will nicht opfern. Aber 6?
Scheiß drauf, einfach vorbeigehen. Oder schießt einfach mal gerade schnell drauf. Bumm. Läuft der eigentlich hier? Also dann explodiert der, ja? Er steht Opfer, das ist nicht gut. Machen wir lieber den hier. Ich will das mal ausprobieren. Haltet durch! Wir müssen ein bisschen flanken. So, los geht's. Ja, weiter rein, weiter rein, weiter rein. Los, versuch's mal. Wie funktioniert denn das jetzt? Geht nicht. Über 50%. Kurz Pause. Ich will es jetzt mal wissen hier. Also. Zielverbündeter. Einheit ist Kommandant oder Held. Trefferpunkte über 50%. Kann Einheitformation zerstören. Große Explosion. Opfert die Einheit, um Feinde zu zerstören. Vielleicht muss das unter. Ich glaube, das ist falsch übersetzt vielleicht. Oh shit, ich hab's irgendwo drauf gemacht. Wer ist denn explodiert? Irgendeine Einheit? Oh! Oh! Ups, nicht gut. Lauf weg! Oh, das war... Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe eine Normaleinheit gesprengt. Oder es nicht hält. Einheit ist Kommandant, Ziel unmöglich. Ach so, wenn Einheit ist Kommandant oder... Ah! Mach den tot. Was ist los? Wollt ihr nicht mehr schießen? Ist euch nicht mehr zu schießen zumute? Ich glaube, ich habe den Assassinen gerade getötet. Der stand da mittendrin. Geil, ich kann die beschworenen Einheiten damit töten. Guck mal, Alter. Das war's. Das muss ich mir merken. Wenn ich damit die beschworenen Einheiten sprengen kann, Alter, dann hält mich doch nichts mehr auf. Aber warum hatte ich das auf einmal? Der General muss sterben. Ich
schön alle fangen. Ich glaube, weit können sie nicht weg, übers Wasser höchstens. Lebt noch, ne, der Anführer. Ja, ich glaube, er ist jetzt tot. Die wollen wieder in die andere Richtung laufen. Guck mal, wie groß die sind. Guck, gerade mal die Rattenoger sind so groß. Wie die Ratten einfach umgepflügt werden. Wir müssen jetzt leider sterben. Ich mache mal schnell vorwärts. Dass die so langsam sterben. Die sollten einfach viel schneller drauf gehen. Guck mal. Ich bräuchte sowas wie rüstungsdurchdringenden Schaden jetzt. Da ist er doch noch. Scheiße, dass ich den Assassin nicht mehr habe. Aber na gut. Ich habe ihn geopfert. Unter anderem. Er kommt nicht ran. Ah, jetzt geht's. Komm, da ist er. Wird keine Lebensenergie, guck mal. Okay, dann tun wir mal alle weg. So geht's. Alles klar. Beenden. Erstmal wieder auf Normalgeschwindigkeit. Nicht, dass es irgendwas abfuckt. Hervorragend! Das war doch grandios. Grandios. Hervorragend. Knapper Sieg. Gib mir Fleisch. Gib mir Fleisch. Kampf getötet. Boy, ja, es tut mir leid. Aber sie haben auch Verluste gemacht. Jetzt haben wir natürlich eine super angeschlagene Armee und können damit wahrscheinlich nicht mehr hinterher. Ach doch, das geht doch wohl. Ja. Tada! Knapper Sieg ist sowieso mal knapper Sieg. Krieg nochmal zwei Fleisch. Fraktion vernichtet, Anhänger des Chaos. Läuft doch! Gut, jetzt wissen wir auch, dass das mit dem Ritual nichts Schlimmes ist. Mist. Guck mal, zwei Level, sehr gut. Okay, plus 6 Essen. Wie sieht's hier aus? Hier ist klar. Okay. Noch drei Runden, dann haben wir das Ritual. Ja, ich weiß. Kann aber nichts. Eingabe. Erdbeben bei Siedlung. Nee, wir müssen nicht noch aufsparen. Ja? Mein Sohn! Da ist das schon wieder los. Was machen die denn da immer? Goldener Turm. Hier ist eine andere Hauptechsenfraktion, die man. Das sind die doch, ne? Die man spielen kann. Ich hatte überlegt, die Echsenmenschen zu spielen, weil die schon echt geil sind, aber die Skaven besiegen natürlich. Oh Mann, ey. Die nerven mich aber auch. Turm der Sonne. Turm der Sterne. Turm der Schuchteln. Turm der Interpretete-Tanten. Wir sind die Hochelfen. Oh Mann. Skavenblight-Frage. Sepresnal. Ein schreffenhafter Bote aus Skavenblight krabbelt heran. Die Ernte ist schlecht und sie brauchen unsere Hilfe. Sie können euch Futter. Oh, was? Soll ich denn Essen geben? Nee. Leute, plus 1 schickt Hilfe. 2500. Keine weiteren Fragen? Gut. Gut, ist die Frage. Haben wir hier eine Garnison? Müssen wir nach Kryptennest rennen? Oder wir rekrutieren erstmal.
Aber ich glaube, das ist wichtiger gerade. So, dann die nächste Schlacht. Oh, guck mal, können wir auswürfeln. Machen wir das auch. Ich spiele oft die Schlachten, aber ich möchte das gerne... Oh, Mist, jetzt habe ich nicht geguckt, wie viel Essen. Plünder besetzen. So, jetzt können wir nämlich hier wenigstens, auch wenn das scheiße ist, Nahrung generieren. Das ist natürlich ein Vorteil. Nachladezeit. Schattenläufer, Warpflammenwerfer, Waffenstärke, Sturmratten, Todesläufer, Seuchenmönche. Angriffsbonus, Rattenoger, Höllenblabrut. Machen wir jetzt mal weiter. Ein kleiner Triangulierung, bla bla, trügerig. Lass mal weitermachen. Natürlich ein guter Mischmasch. Ist kein richtiger Magier, aber ist auch geil. So. Guck mal, da kommen wir gut hin, ja. Mein neuer Sammler. Mein treuer Sammler. Kostet natürlich auch jetzt Nahrung, aber. Bonuserfahrung. Marschierer. Bin gespannt, wann die Ratten beim normalen Warhammer auftauchen. Das sollen sie ja eigentlich. All hail Hornet Rat. Ich überlege, ob wir vielleicht mit dem dahin gehen, weil das ist eine echt große Armee. Das tun wir auch. Und mit dem gehen wir gleich nach Yuan Tech. Ne, mit dem müssen wir warten. Aber guck mal, da ist niemand. Ne, wir warten noch. Meine Mission, Warp Ader. Besetzt folgende Siedlung, der Goldene Turm. Ah ja, 10 Runden noch. Hm. Zwergentöter. Gewinnt folgende Schlacht bei der Armee von Kui Kopf. Achso, ja genau. Okay, erstmal Runde beenden. Ich muss halt diese Tor von Ellasor erstmal ausmerzen. Ah. Mir gefällt das mit diesen ganzen Inseln. Das hat man vorher gar nicht. Ich glaube, es gab keine einzige Insel beim Warhammer Alte Welt. Nee, ne? Keine einzige. Ich fand das immer cool bei Shugun. Da gab es so ein paar Inseln. Das war eigentlich immer ziemlich geil. Oh Mann, ey. Gut, dass wir schon losgerannt sind. Wo wollen die hin? Das Problem ist, auf See gibt es nur ausgewürfelte Schlachten. Das ist halt sehr schade. Wäre irgendwie cool, wenn man so eine Schlacht irgendwie auf Booten führen könnte. Auch wenn es noch keine Seeschlacht gibt, aber so aneinander angeführte Boote, ja? Ich weiß es nicht. Seeschlachten soll ja irgendwann kommen, haben sie gesagt. Meine ich. Technologie stehlen. Was macht das denn? Ritus läuft ab. Ja. So, jetzt haben wir das hier. Jetzt können wir uns auch hier wieder verpissen. Wenn die das... schaffen wegen Zufriedenheit. Wahrscheinlich nicht. Okay, da muss ich erstmal auf öffentliche Ordnung plus 2, Unverdorbenheit plus 1. Hab ich irgendwas? Nee. Jetzt muss ich erstmal warten, bis das befriedet ist, ne? Ich würde ja auch die Dingensschlacht spielen. Des Burgschmieds Stahl. Eure Armee wird sich im Kampf besser schlagen. Eure Armee wird sich in der Kampagne besser schlagen. Hä? Was meinen die denn mit der Kampagne? Automatische Schlachten? Nahkampfabwehr. Okay. Wie sieht's denn hier aus? Ne, wir warten eine Runde mindestens, bevor wir losschlagen. Krippennest. Okay, wer hat hier keine Dingens? Krippennest. Du hast große Mauern. Ist aber wichtiger. Deswegen gehen wir dahin. Und du gehst dahin. Ach, Streckglocke Stufe 4? Haben wir das? Egal. Wir können auch hier eine Glocke irgendwo hinbauen. Wir haben hier so viel, aber wir können irgendwo
Nirgendwo, irgendwo. Gut, dann machen wir lieber öffentliche Ordnung, ne? Hab ich gesagt. Da haben wir wieder den Beppo. Da müssen wir auch noch hin. Here we go! Nagarot. Nagarote! Oh. Scheitert, okay. Vielleicht muss ich das Ding doch mal sprengen. Na, wo willst du hin? Landet immer noch nicht an. Hm. Der muss anlanden. Das ist das Problem. Ach, guck mal, da ist der Hauptfraktionsführer von den Froschis. Was macht er denn? Ach so, jetzt das... The ritual enacted, the skies over the world shatter, exciting the Grey Seer while his scribe cowered, for he knew their next destination. Deep in the fetid jungle swamplands was the lair of the Screaming One, summoned to this plane by the ritual. Not risking his whiskers, the master sent his minion into the lair. Within, the vermin lord awaited. The Screaming One spoke of the vortex at the heart of the Elf Thing's island continent. It was vulnerable due to the comet's path, ripe for Skaven interference. An engine of doom and curses must be constructed and empowered by four more rituals. The vortex would be bound to this machine on completion of the final ritual, giving Skaven untold power. The Screaming One granted the lowly scribe an object encased in iron. The scribe eyed it greedily, but the demon demanded the gift handed to Grey Seer Valskreek. And a final gift, rituals of fabrication to build the machine. The scribe's adopted clan would begin construction at once. But warp stone is needed to power the rituals, and Valskreek already grows impatient. Alter, wie geil. Oh mein Gott, ist das cool. Naja. Okay. Ritual abgeschlossen. Öffentliche Ordnung plus 4. Das trifft sich gut hier, gerade für die Insel. Attentat fehlgeschlagen, das haben wir gesehen. Leute hätten wieder hergestellt. Ritual abgeschlossen. Und wir speichern ab. Bis zur nächsten Folge, Leute. Haut rein.